Wir reden heute über fliegende und teilweise rote Dinge, Drachen in D&D und Superman. Ohne große Umschweife, dank Malrichs Abwesenheit, geht's direkt los. Fitzbans Treasury of Dragons ist ein Band mit Charakteroptionen, Monstern und Informationen zu Drachen in Dungeons & Dragons Welten. Und zwar genau das. Es ist nur Drachenkram drin, dafür aber Drachenkram für verschiedenste Baustellen. Kommentiert wird das alles von Fitzban. Wer ist Fitzban? Spoiler für alle, die die Drachenlanze-Romane noch nicht gelesen haben. Fitzban ist einer der Gestalten des Urdrachengottes Bahamut, in der Drachenlanze als Paladin bekannt, und Fitzban ist seine zauselige Magier-Inkarnation. Dabei wird nicht nochmal wiederholt, was andernorts schon existiert. Die Drachen, die im Monsterhandbuch als Gegner behandelt werden, werden nicht nochmal als Werteblock aufgeführt. Was es aber neu gibt, weil überarbeitet, sind Drachenblütige. Diese Spielerspezies wird in drei Untervarianten aufgeteilt, von der eine gänzlich neu ist und jeweils einzeln mit neuen Regeln zur Erschaffung versehen. Diese funktionieren wie schon in Tasha's Cauldron of Everything ohne einen festen Attributswertbonus. Die neue Unterart neben den metallischen und den chromatischen Drachenblütigen sind die Gem Dragonborn, also Edelstein-Drachenblütige. Diese leiten sich von einem weiteren Urdrachen ab, denn im Hintergrundteil, der zwar recht kurz, aber informativ ist, geht es neben den altbekannten Drachengöttern Bahamut und Tiamat auch um Sardior, einen von ihnen erschaffenen ersten Drachen, der rubingleich war. Sardior ist zersplittert und hat sich auf die vielen Welten der D&D-Kosmologie verteilt. Von ihm leiten sich auch die neuen Edelsteindrachen und somit Edelsteindrachenblütige ab. Die spucken keine Säure, Flammen oder Blitze, sondern haben Kräfte wie den Geist zersetzenden oder telekinetische Angriffe und haben hübsche schwebende Kristallhörnchen. Weitere Charakteroptionen beinhalten Subklassen für einen Mönch, der mit Drachenstil kämpft, und einen Waldläufer, der einen Drake herbeirufen kann. Dazu gibt es Zauber und Gegenstände, die von Drachen inspiriert oder aus Drachenteilen gemacht sind. Der weitaus größte Teil des Buches aber besteht aus langen, langen Aufzählungen und Zufallstabellen, mit denen alles Drachische bestimmt werden kann. Wie sehen typische Drachenhorte aus? Was findet sich da drin? Welche Fähigkeiten hat ein sehr alter Drache in diesem Hort? Wie beeinflusst ein Drache seine Umgebung? Plothooks für und mit Drachen allen Alters und aller Art. Organisationen von und für Drachen auf verschiedenen Welten. Einzigartige Eigenschaften und Besitztümer von Drachen und wie man sie in Kampagnen einbaut oder Kampagnen um sie herum baut. Auch die schon bekannten Drachen bekommen sehr viel Platz, um ihnen mehr Charakter zu verleihen. Dabei dringt auch die Absicht durch, die klare Gliederung in Gut und Böse aufzubrechen. Schwarze Drachen werden meist egoistisch und grausam handeln und goldene Drachen wohlwollend sein, aber für alle sind verschiedene mögliche Motivationen und Charaktereigenschaften angegeben. Natürlich gibt es alle neuen Drachen und Drachenartigen auch als Kreatur mit Werteblock. Und auch die metallischen und chromatischen Drachen kriegen zumindest Erweiterungen in Form von Great Worms, also der letzten und höchsten Entwicklungsstufe von Drachen. Die wird auch mit Hintergrund befüttert, insofern als das erklärt wird, wie sehr alte Drachen anfangen, parallele Versionen von sich selbst auf anderen Welten zu spüren und daraus Kraft ziehen oder sogar mit diesen anderen Versionen verschmelzen können, um gottgleich zu werden. Und die besten Drachenartigen überhaupt, die Drachenschildkröten, kriegen ebenfalls weitere Altersstufen vom Baby bis zur Uroma. Ergibt so ein Buch Sinn, ist die Frage, die sich aufdrängt. Nun sind Drachen unbestreitbar ein tragender Teil von Dungeons and Dragons, aber wie oft will man sie wirklich in einer Kampagne vorkommen lassen? Fitzbans Treasury ist so ein gut geschriebenes, sehr schön illustriertes Buch, in dem alles verwendbar ist, aber von dem es keinen Sinn macht, alles gemeinsam zu verwenden. Und die spannenden Hintergrundinformationen gehen in der Struktur leider etwas unter. Wollt ihr wirklich, wirklich viel Drachen einbauen und dabei schnell auf Zufallstabellen und fertige Karten von Horten zurückgreifen, dann ist der Band perfekt. Ansonsten werdet ihr nur hin und wieder was rauspicken, aber ich muss zugeben, dass beim Lesen schon ein paar spannende Ideen aufgekommen sind oder zumindest Ideen, die wir für spannend halten. 7,5 von 10 Punkten gibt es für Fitzbans Treasury of Dragons, 8,5, wenn ihr gezielt eine Drachenkampagne bauen wollt. Es ist Weihnachten. Zeit für Friede auf Erden, in diesem Fall Superman Friede auf Erden, eine bei Panini in einer übergroßen Luxusausgabe neu aufgelegte Klassiker-Story aus der Feder von Paul Dini, die schon gut 20 Jahre auf dem Buckel hat. Paul Dini kennt ihr vermutlich als einen der Köpfe hinter der 90er Jahre Batman-Serie, aber er hat auch für andere TV-Klassiker und die beiden guten Batman-Arkham-Spiele geschrieben.
Viel wichtiger als die Texte sind für diese Story aber die Illustrationen. Man kann schon nicht mehr von einem Comic sprechen, eher von einem epischen Bildband. In einem kleinen Making-of wird beschrieben, wie Künstler Alex Ross diesen realistischen Stil mit Hilfe von Models, Aquarellfarben und Airbrush-Techniken hinbekommen hat. Und tatsächlich ist jede einzelne Seite ein Kunstwerk für sich. Selten sah Superman realer und amerikanischer aus als in dieser Version mit Stiernacken und leichtem Doppelkinn. Worum geht's jetzt aber? Es ist tatsächlich ein Weihnachtscomic. Superman kommt auf die Idee, dass er doch vielleicht mehr tun kann, als kleine Probleme wie Naturkatastrophen oder Geiseldramen zu bekämpfen. Er nimmt sich in dieser Story vor, den Welthunger zu beenden und fordert die Nationen der Erde auf, ihre Vorräte zu teilen. Er selbst will die Spenden an einem Tag verteilen bzw. sie zu so vielen Leuten bringen, wie er eben an einem Tag erreichen kann, um ein Zeichen zu setzen. In der Folge sehen wir, ohne dass konkrete Namen genannt werden, wie afrikanische Diktatoren das Getreide beschlagnahmen, ein Land, das vermutlich Nordkorea ist, Superman gar nicht erst landen lässt und andere Regimes ihr Volk gegen Superman aufhetzen. Am Ende ist der Mann aus Stahl frustriert und erkennt, dass das Problem gar nicht so einfach zu lösen ist und seine Arbeit gar nicht so viel gebracht hat. Was natürlich in der Logik des DC-Universums ein wenig Unfug ist. Superman könnte das einfach jeden Tag machen. Vor allem ist es natürlich eine Parabel aus idealisierter US-amerikanischer Sicht. Trotz der Weihnachtsstimmung lässt einen der Band ein wenig deprimiert zurück. Er ist gleichzeitig naiv und realistisch bedrückend, was für sich schon ein Kunststück ist. Beeindruckender als die Story ist aber wie gesagt das Artwork. Friede auf Erden ist einer dieser Bände, die man seinen Gästen zeigt, damit sie und sagen und damit sie mal sehen, was Comic-Kunst alles sein kann. Allein dafür gibt's schon mal 8 von 10 Punkten. Hallo, ich bin Mirko, langjähriger Unterstützer von Orkenspalter TV und ab und an mal bei einem Let's Play auch vor der Kamera zu sehen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass doch gerne ein Like da, kommentiere oder abonniere den Kanal. Danke!